Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben mal wieder eine Woche rumgebracht. Ja, es geht schon wieder Weihnachten entgegen, so langsam. Also Wahnsinn, wie schnell die Zeit aktuell vergeht. Ja, wir nehmen gerade auf am 26. Juli um 10:45. Deswegen sind in der heutigen Folge 3M und Bristol Myers noch nicht mit dabei, aber in der Woche waren so viele Zahlen. Wir nehmen die auf jeden Fall dann in der nächsten Woche mit. Und es gab auch noch einige wirklich spannende Nachrichten. Ja, OpenAI möchte jetzt Search GPT an den Markt bringen, einen Google-Konkurrenten, weshalb Alphabet mal ja einen kleinen Rücksetzer gemacht hat. Dann gab es auch noch News von Apple und von Tesla, aber ansonsten haben wir heute jede Menge Quartalszahlen mit dabei. Thermo Fisher war mit dabei, Waste Management, AT&T, IBM, AbbVie und auch BASF. Also ihr merkt schon, eine vollgepackte Folge. Deswegen schon mal jetzt den Daumen nach oben da lassen, dann braucht ihr es später nicht mehr machen. Ihr wisst ja, gutes Börsenkarma und so. Genau, aber jetzt fangen wir erstmal wie immer mit ein paar News an. Erzähl mal, aber wir fangen nicht mit Tesla an, irgendeine andere News, ja. Was war so los an den Börsen? Weil, ja, die Woche war, glaube ich, sagen wir mal, ausbaufähig, ja. Also ausbaufähig auf jeden Fall, wenn man auch vieles im Tech-Sektor hatte, in so den großen Big-Tech-Werten. Man hatte ja lange das Gefühl, die können gar nicht fallen. Aber jetzt seitdem die Alphabet-Zahlen gemeldet wurden, hat es doch teilweise gescheppert, muss man sagen. Ja, ich will jetzt hier nicht von einem Crash oder sowas reden. Ne? Das ist natürlich bei weitem nicht. Die Indizes, wenn man sich mal so langfristig draufschaut, boah, die stehen immer noch sehr hoch, aber es sind doch schon teilweise Korrekturen. Das heißt ja dann ab 10% Kursrückgang vom Hoch. Teilweise sind wir aber auch bei schon nicht wenigen Aktien im Bärenmarkt. Also 20% Rückgang vom Hoch hört sich dramatischer an, wie es ist, weil wir ja auch bei vielen Aktien ja doch wirklich sehr heftig gestiegen sind. Aber es trifft vor allen Dingen zuletzt die Highflyer, muss man einfach sagen, und vor allen Dingen den Halbleitersektor. Gestern fand ich ziemlich krass, das hat man dann auch wieder schön gesehen. Es gab gigantische Umsätze, auch auf Trade Guide bei Nvidia. Und die Aktie war dann gestern kurzzeitig, ich glaube, an der Nasdaq nochmal 6% im Minus. Und damit jetzt von $140, da war sie ganz kurz, ich gucke gerade mal auf 106, $107 runter. Also die ist auf jeden Fall im Bärenmarkt, die Nvidia, richtig krass. Und in Deutschland war es dann so, da haben jetzt viele, viele Arbeiter noch mit einem Stop-Loss sozusagen, beziehungsweise ja, bei den meisten ist es wahrscheinlich eher Gewinne absichern. Und da werden diese Stop-Marken gerne mal an geraden Marken gesetzt. Da hast du halt gesehen, dass so um die 100 Euro, das sind Stücke geflogen. Das war gigantisch. Also da war dann innerhalb von einer Minute, ich glaube, über 100.000 Stücke auf Tradegate. Ja, und das ist dann schon mal eine ordentliche Welle, die dort losgetreten wurde. Und wie so häufig, ja, wenn man jetzt das so gesehen hat, die letzten Tage, es gab jetzt wirklich viele größere Schübe nach unten. Das war dann zumindest eine kurzfristige Übertreibung. Dann ging es auch bei Nvidia wieder hoch, aber ich weiß nicht, hast du es beobachtet? Also Nasdaq gestern so ein erster Erholungsversuch, also am Donnerstag, nachdem es ja tagelang eher dann runterging, aber der wurde am Ende doch wieder abverkauft. Also man merkt so ein bisschen die Unsicherheit jetzt zuletzt und so die Volatilität ist auch deutlich angesprungen und ja, es ist so, glaube ich, die große Frage oder so, die jetzt aktuell so ein bisschen belastet. Zum einen, wie gut geht es der US-Wirtschaft wirklich? Wir haben querbeet nochmal sehr, sehr viele eher schwache Zahlen gesehen, bei allem, was mit Verbrauchern zusammenhängt. Das Thema hatten wir auch schon sehr häufig. Also die treten so ein bisschen auf die Bremse. Die ganzen Airlines sind abgestraft worden, Autobauer sind abgestraft worden, ja, teilweise auch Chipotle und so weiter, obwohl die Zahlen noch ganz gut waren, auch dann wieder abverkauft worden. Das ist die eine Sache. Und ja, die andere Sache, mit Alphabet, wir haben jetzt die Zahlen ja angesprochen, die waren ja eigentlich echt gut, muss man sagen. Ja, Die waren richtig gut, ja. aber es kam halt keine wirkliche Antwort auf die Frage, was jetzt mit diesen Milliarden, die wollen jetzt, glaube ich, jedes Quartal weiter irgendwie 15 Milliarden irgendwie investieren in Data Center, in Nvidia Chips und Co. oder auch in eigene Chips. Wie willst du dieses Geld verdienen in näherer Zukunft? Vielleicht langfristig okay, aber in näherer Zukunft. Sie haben ja dieses, ich glaube, wir sind ja auch, bei Goldesel haben wir auch diese Google Workplace Geschichte und die bieten einem auch immer da an für ein paar Euro. Kannst du da irgendwie KI-Tools dir reinholen in deine Mailbox und so weiter. Aber selbst wenn man das dann macht für die paar Dollar, ja, also
wie willst du diese Milliarden an Investitionen kurzfristig reinholen? Ja, und ich glaube, das ist jetzt aktuell so das Thema. Das war ja auch so bei diesem Artikel, der vom Handelsblatt war und so weiter, von so ein paar größeren ja, Hedgefonds, Vermögensverwaltern. Goldman Sachs hat auch gewarnt, ja, dass da übers Ziel hinausgeschossen wird. Ja, und selbst Alphabet hat ja gesagt, kann sein, aber wir dürfen es halt nicht riskieren, zu wenig zu investieren, weil ansonsten werden wir Ich abgehängt. Ja? Also. wollte gerade sagen, also ich finde, es ist ein bisschen eine komische Argumentation, weil im Techniksektor, wir haben es jetzt auch bei Nvidia dann mal gesehen, wie schnell es dann gehen kann, dass du auf einmal entweder der absolute Marktführer bist. Also wenn du überlegst, ja, Nvidia ist viele Jahre gut gelaufen, aber erst seit letztem Jahr ist so auf einmal dieses richtige Ding gekommen, dass sie quasi die Lizenz zum Gelddrucken hatten und quasi eine Monopolstellung dann hatten. Ja, aber sowas passiert ja nicht von heute auf morgen. Also damit meine ich, da musst du jahrelang klug investieren in die richtigen Leute, in die richtigen Ideen und so weiter. Und wie es Alphabet sagt, also da geht es jetzt dann eben eher darum, dass du den Vorsprung nicht verlierst. Oftmals ist es ja auch so, dass du das Geld investieren musst, nur um deine Marktposition zu halten, also dass du gar nicht mehr dadurch verdienst, ja. Aber wenn du die Investition nicht machen würdest, dann könnte es jetzt eben sein, wie jetzt durch neue Ankündigungen, dass Search-GPT kommt, auf einmal merken die Leute dann, hey, das ist viel besser, ja. Also manchmal muss man halt einfach in diesen sauren Apfel beißen und dann viele Milliarden investieren, nur damit du halt deine dominierende Position behältst, ja, das gehört halt mit dazu, denn oft ist es dann eben auch mindestens genauso anspruchsvoll, seine Marktposition zu halten, als eben erstmal dorthin zu kommen, ja. Deswegen, also das ist eine Argumentation, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, ja. Also sie werden schon Ja, aber wissen. was halt passieren kann, ist, dass überinvestiert wird, ne? Das ist natürlich alles richtig, aber es kann natürlich sein, und die haben ja auch gesagt, jetzt die Abschreibungen werden schon irgendwann signifikant werden, weil solche ganzen Investitionen werden ja schnell abgeschrieben und das könnte natürlich auch belasten, aber wir werden es sehen. Aber du hast ja gerade eben schon mal das Thema kurz angerissen, dass Google weiter Gas gibt und viel KI macht und auch bei der normalen Suche einbaut und so, ist, denke ich, auch richtig. Sie hatten ja auch schon so ein paar Problemchen, Shitstorms, zu Woke, falsche Ergebnisse und so weiter. Ja. Ich glaube, sie haben es auch teilweise in den USA wieder zurückgezogen, diese KI-Antworten, und müssen es nochmal überarbeiten. Aber dass das natürlich trotzdem mittel- bis langfristig richtig ist, sieht man ja jetzt, ne? Also OpenAI, die Muttergesellschaft von ChatGPT, bringt jetzt Search-GPT raus. Ist das ein Frontalangriff auf Google oder versackert das wieder so wie Bing? Was denkst du? Also ich lege mal, Open AI und ChatGPT sollte man schon ernst nehmen, oder? Es ist ein Frontalangriff, der aber meiner Meinung nach nichts bringen wird, ja, weil, wie du schon sagst, also wenn eine Microsoft mit Bing jahrelang dem nichts anhaben konnte, und ich glaube, jeder, der einen Windows-Rechner hat, der weiß, wie schwierig es ist, da um Bing drumrum zu kommen, erstmal, dass du auf Google kommst. Also eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, irgendwie, das ist unmöglich, da auf Google zu kommen, außer ich gehe halt auf die Website und gebe google.de Und dann halt immer will in er der. wieder diesen blöden Edge-Browser öffnen und so halt. Ne? Frag mich Genau. auch, dass das nicht mal verboten wird. Das nervt so krass. Immer dieses Und Edge und immer, du willst irgendwas speichern in Word, dann will er dir immer wieder dieses OneDrive. Ich habe das überhaupt gar nicht. Ne? Ich will das ja. nicht in OneDrive speichern. Immer wieder. Also die nutzen da wirklich ihr Monopol krass aus. Trotzdem will es keiner nutzen, den Scheiß. Und wenn du dann überlegst, dass so es Bing seit Jahren nicht geschafft hat, ja, also, weil ich sag's auch immer wieder, das ist ja der Vorteil von Google. Es gibt gar keinen Grund von Google zu einem anderen zu wechseln, weil es ist umsonst. Also du kannst es umsonst nutzen. Auf deinem iPhone ist es sowieso drauf. Ja, da steht jetzt die Frage, wie lange noch, aber ich glaube auch, dass Apple trotzdem da irgendwie Wege finden wird weiter, weil sie ja sehr viel Geld auch damit verdienen. Also es gibt ja überhaupt keine Gründe zu wechseln. Also wenn man noch überlegt, das war glaube ich November 22, wo ChatGPT rausgekommen ist, da haben auch alle schon Alphabet tot geredet und Google-Suche und was ist es? Es ist nichts gewesen und auch eine neue Suche, weil es gibt ja schon seit Jahren, es gibt ja auch andere Suchmaschinen, ja, also da sehe ich jetzt irgendwie wirklich überhaupt keinen neuen Konkurrenten, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Viele von uns, die nutzen seit Jahrzehnten Google. Ich weiß, ich bin das erste Mal in Google in Berührung gekommen, da bin ich noch in die Schule gegangen. Das war um die 2000er Jahre dann Um rum, schon mal ja. direkt die Hausaufgaben machen zu lassen, ne, und irgendwelche Aufsätze rauszukopieren oder Ja, das jetzt noch dergleichen. nicht, aber
Also viele nutzen es halt, ich sag mal so grob seit 2 Jahrzehnten dann, ja. Warum sollten sie jetzt von einem kostenlosen zum anderen gehen, weil Google halt immer noch zuverlässig die Sachen findet? Also macht für mich überhaupt keinen Sinn. Natürlich, man kann es nicht hundertprozentig ausschließen, dass sie nicht doch auch mal größere Marktanteile da für sich beanspruchen können. Ich Aber denke da auch, dass. Bing ist für mich so, also wenn jetzt Bing rauskommen würde, ja, wenn Microsoft sagen würde, sagen, oh, okay, das. Also wenn ich mit irgendjemandem nicht in Konkurrenz treten will, ist es eigentlich Microsoft dann, also mit ihren Rechnern, die das dann vorinstallieren und überall Bing, 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 ja, aber es hat sich nichts getan und meiner Meinung nach wird es auch bei Search GPT auf ein ähnliches Szenario hinauslaufen. Es macht für die natürlich Sinn, da das ein Geschäftsmodell ist, in dem du viel Geld verdienen kannst, aber da es für die Leute keine wirklichen Gründe gibt zu wechseln, Ja, sehe ich zumal die, da ich glaube, wenig letztes Chance. Jahr wurde sogar noch gesagt, sie haben, glaube ich, jetzt 5 Milliarden verbrannt letztes Jahr, ne? Also nochmal ganz kurz, weil ich habe das hier, ist ein Artikel bei TechCrunch. Also sie starten das und Search GPT ermöglicht es auch, Standortinformationen zu nutzen, dann natürlich durch das Web zu durchsuchen. Und sie sagen halt, normalerweise erfordert die Suche im Internet, ist sehr mühsam, mehrere Versuche für relevante Ergebnisse. Und dass das halt durch Search GPT besser wird, aber ganz ehrlich, also ich bin jetzt nicht frustriert mit der Google-Suche, muss ich ehrlich sagen. Ich finde da Nein. eigentlich immer auch mit dem ersten Versuch alles. Und das Lustigste ist ja, sie haben da ein Beispiel gebracht, was wohl direkt, also ich erinnere mich noch bei dieser, da war doch damals, Google war doch so unter Druck, wo sie dann diese ganz schnell diese Konferenz eingefügt haben, wo sie dann diese KI-Tools gezeigt haben oder diese Anforderung Gemini, die direkt eine falsche Antwort gebracht hat. Und hier wurde jetzt, ich weiß nicht, ob es von, ich glaube, es war sogar von ChatGPT direkt, sie haben zum Beispiel gesagt, Music Festivals in Boone, North Carolina in August. Also das sollte halt das Search GPT finden. Das ist jetzt erstmal auch für eine kleine Gruppe nur. Es gibt eine Warteliste. Und die hat es dann halt auch ordentlich schön aufgeführt. Da ist dann irgendwie so ein Appalachian Summer Festival vom 29. Juli bis 16. August, Mountain Dance, Folk Festival und so weiter. Nur das Problem ist, das eine Ding ist einfach komplett falsch. Das Datum hat einfach, es ist zwar dort, aber das Datum hat einfach nicht gestimmt. Also da hat dann das ChatGPT wieder manchmal halluziniert sozusagen, hat sich da irgendwie was Falsches zusammengereimt, obwohl es auf der Website richtig steht, ja, und dort wird es halt einfach falsch wiedergegeben. Und das ist halt dann schon, ja. Also, wenn ich bei Google frage, wann macht mein Arzt auf, und der sagt mir, ja, der hat auf bis 12 Uhr, und dann komme ich da an und dann hat er da gar nicht auf, so, ne? Oder hier solche falschen Infos, das ist frustrierend einfach, ja. Also, das fand ich schon lustig, dass direkt dieses erste Beispiel, weil ein Nutzer hat es wohl nachgeprüft, ja. Die haben es anscheinend selbst nicht gecheckt, hat's nachgeprüft und das war dann irgendwie gar nicht bis August oder so. Also, naja. Ich bin mal gespannt. Also, ich denke auch, wenn das ein Erfolg wird, was sein kann, wird es halt auch sehr, also ganz kleine Schritte, denke ich, geben. Ich glaube jetzt nicht, dass die dann irgendwie 10 Prozentpunkte Marktanteil da irgendwie von Google klauen auf die Schnelle. Das kann ich Das mir eigentlich nicht glaube ich vorstellen. tatsächlich auch nicht. Und ich meine, ein bisschen Konkurrenz belebt ja auch das Genau. Geschäft wieder, weil das Alphabet auch nicht vergisst, weiter an Google immer zu arbeiten. Ja. Deswegen kann sogar einen positiven Effekt haben. Ich glaube persönlich aber nicht dran, dass wir jetzt uns hier Sorgen um unsere Alphabet-Anteile machen müssen. Dann gab es schlechte Nachrichten aus China für die Apple-Aktionäre wieder mal. Also dieses Jahr ist wirklich das Jahr der schlechten Nachrichten für Apple aus China. Denn sie sind nicht mehr in den Top 5, was die abverkauften iPhones oder halt allgemein Smartphones angeht. Man war im Vorjahr noch auf Platz 3 und nun hat man erneut 1% Marktanteil verloren. Man ist jetzt insgesamt noch bei so knapp 14%. Man war im Vorquartal, also im ersten war man bei 15 und im Vorjahr war man bei 16%. Die Top 5 werden nun ausschließlich von Einheimischen dominiert. Ja, auf Platz 1 ist aktuell Vivo, die haben 19% Marktanteil. Auf Platz 2 kommt Oppo, also Vivo und Oppo sind halt so aktuell dort so die absoluten Trendsetter und eben halt auch sehr beliebt. Auf Platz 3 kommt mittlerweile wieder Huawei, die
Da wusste man ja auch lange Zeit nicht, wie es so geht, aber mittlerweile, auf Platz 3 ist das Spin-Off von Huawei, Honor. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, wo wir gesagt haben, die kennen wir beide gar nicht. Ja, das ist ein Spin-Off von Huawei. Die sind mittlerweile auf Platz 3. Auf Platz 4 kommt Huawei dann. Die haben 15% Marktanteile und direkt danach kommt Xiaomi, die ebenfalls so ungefähr bei 15% sind. Und erst danach kommt Apple, ja. Natürlich, man muss jetzt auch so fairerweise sagen, das neue Modell steht jetzt erst wieder in den Startlöchern bei Apple. Es wird dann interessant sein, ob sie wieder da ein bisschen Marktanteile mit dazu bekommen können. Aber ich glaube, man kann festhalten, es wird ein immer härterer Kampf für Apple in China. Ja, ich glaube, die Regierung sieht es halt auch lieber, dass die eigenen Unternehmen da die Top-Plätze dann haben. Ich werden Apple sagen, ne? Irgendwie hat man so das Gefühl, dass die ganzen westlichen Konzerne, ich weiß nicht, ob die da indoktriniert werden, sagt man das so, die Verbraucher, wird ja schon immer so ein bisschen, alle haben Probleme, keiner säuft mehr Starbucks-Kaffee oder immer weniger iPhones, eigentlich immer weniger Autos vor allen Dingen auch, ne? Die sind natürlich auch konkurrenzfähig, aber ich glaube, die tun auch viel, dass die chinesischen Verbraucher da einheimisch sind, so ein bisschen patriotisch. Adidas, Nike haben ja schon Shitstorms kassiert und so, also ist schon schwierig. Wobei man natürlich sagen muss, bei den Autos ist es nachvollziehbar, weil die halt eben so auf diese E-Auto-technischen Schnickschnack und so stehen, also dass wir da halt viel verschlafen haben, ist klar. Bei einer Starbucks wiederum würde ich jetzt sagen, ja, da ist es vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, weil da hat sich jetzt grundlegend am Markt nichts geändert, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Luckin Coffee hat es da schon immer gegeben, ja, dass jetzt auf einmal alle da sagen, boah, nee, also jetzt ist auf einmal der Kaffee viel besser bei Luckin, boah, ja, finde ich eine steile These auf jeden Fall, ja. Also bei den Autos kann ich es nachvollziehen, bei den Smartphones, gut, ich kenne mich jetzt mit den chinesischen Modellen nicht so aus, ich weiß, dass die teilweise wirklich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, genau. Gerade halt auch so Xiaomi, Oppo, Vivo, die haben eben oft auch sehr viel günstigere Modelle, die aber so vom Gefühl her eigentlich fast genau das Gleiche halt können wie ein iPhone, ja, also so fair und ehrlich muss man da halt schon auch sein, also die bieten wirklich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an und gerade jetzt eben auch so in der aktuell schwierigen Phase, die haben auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, knapp 20%, da müssen einige mit Sicherheit schon aufs Geld dann eben draufschauen und entscheiden sich dann halt eben doch für ein kostengünstigeres Modell, aber bei mir, also ich finde jetzt bei Apple kommt es jetzt wirklich auf das neue Modell drauf an. Da wurde ja schon von 90 Millionen Stückzahlen und so gesprochen, die geordert worden sind. Also da sehen ja viele jetzt so neuen Wachstumsimpuls dann wieder. Da bin ich sehr gespannt. Aber wenn das neue iPhone jetzt floppen sollte, dann wird es echt haarig für Apple. Ich glaube, also in Europa und USA wird das nicht floppen, kann ich mir vorstellen. Ja, aber China ist halt eigentlich fast wichtiger mittlerweile, ja. Also da, also ich glaube, das ist jetzt dann mal so wirklich so, ja, so, da steht man so wirklich so am Scheideweg, um dann zu sehen, hey, verlieren sie da jetzt wirklich, weil wenn sie jetzt mit ihrem neuen iPhone da nicht wirklich wieder richtig Abverkaufszahlen machen, auch mal wieder Marktanteile gewinnen, wie wollen sie es dann in China machen? Das ist jetzt das neue Ding, da sollen neue AI-Tools, Features mit dabei sein. Wenn sie es mit dem Modell nicht schaffen, weil es ja klar ist, dass sie es bei uns eigentlich schaffen sollten damit, dann sehe ich in China eine wirklich sehr schwierige Zukunft für Apple. Natürlich nicht, dass sie sich zurückziehen müssen oder so, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, aber ich meine, so ein großer Konzern muss halt auch irgendwann wieder weiter wachsen dann, ja. Und da ist aber sie haben halt, ich glaube, in Dings haben sie ordentlich wieder Wachstum gehabt, dafür in Indien, ne? Vielleicht wird Indien ja der neue Wachstumsmarkt, ne? Insgesamt vielleicht für viele Konzerne, aber China ist echt, wir haben ja wieder querbeet, alle haben es wieder auch gesagt, ne? China schwach, schwache Nachfrage, also sehr, sehr schwieriger Markt auf jeden Fall. Und hier, hast du das gesehen, Caring mit Gucci, hast du dieses Quartal weniger Taschen gekauft, so Hipbags oder was? -20% hat Gucci gemacht, also ist ja Wahnsinn. Hey, Gucci war, die sind schon seit einigen Quartalen deutlich am Schrumpfen. Da. Mhm. Wir hatten es ja auch schon mal darüber. Also das Problem ist einfach, dass die einige Managementfehler gemacht haben, zu viele Stores eröffnet haben, also so ein bisschen die Exklusivität hat gelitten. Mhm. Dafür hat der Hermes sehr starke Zahlen tatsächlich. Also die sind richtig gut gewesen, muss man dazu sagen. Also aktuell im Luxusbereich sind halt LVMH und Hermes so wirklich die Benchmark. Wir hatten ja ganz kurz im Livestream besprochen, ne? LVMH spürt auch die Zurückhaltung in Asien, also in China, aber die Zahlen waren noch,
Also waren unter Erwartung, aber waren jetzt nicht desaströs, sage ich mal. Das ist noch ganz leicht gewachsen, glaube ich, war es, ne? Ja, und man muss halt sagen, Hermes ist zweistellig gewachsen. Also die sind Oha. dieses Mal der absolute Gewinner gewesen. Vor allem die Leather Goods und Sattlery, die sind um 18% gewachsen. Also das ist absurd gewesen, gerade wenn man gesehen hat, dass ja auch jetzt LVMH in dem Bereich diesmal Probleme hatte. Also dieses Mal der ganz klare Gewinner ist Hermes gewesen, aber sind natürlich auch bewertungstechnisch immer der ganz klare Gewinner dann, ja. Also die haben halt echt teilweise nochmal so die doppelten, ich weiß nicht, ob es aktuell wirklich die doppelten sind, aber relativ nahe auf jeden Fall. Also die sind nochmal sehr, sehr viel höher bewertet, aber halt auch nochmal sehr viel exklusiver als eben eine Louis Vuitton beispielsweise, ja. Krass. Aber Ja. Luxusbereich allgemein aktuell echt schwierig dann, ja. Aber ich habe auch immer gesagt, also vor so Unternehmen wie Kering, Burberry, ich würde da einen großen Bogen drum machen. Die Marken, die sind da gerade wirklich stark am Leiden und das ist schwierig, wenn du mal da so in dieser Abwärtsspirale drin bist, da eine Ja. Trendwende dann wieder zu finden. Das ist wirklich nicht einfach, ja. Ja, da können wir noch mal ganz kurz, ich wollte es jetzt eigentlich verschieben, aber weil ja auch immer, ich glaube, die Aktie interessieren schon auch einige, Lululemon, die Aktie, ne, die war ja auch immer sehr teuer bewertet, aber sie sind auch immer wie Unkraut gewachsen, muss man sagen, ne? Und die Aktie ist jetzt seit Ende Dezember von 400, ich bin jetzt in Euro, aber es ist ja US-Dollar, fast, das ist fast ähnlich, 460, 470 Euro auf jetzt 228 Euro runter, also mehr als halbiert. Und das ist schon echt krass, ne? Die letzten Zahlen, die waren ja auch nicht mehr so gut. Auch Lululemon spürt da deutliche Kundenzurückhaltung. Und jetzt gab es wohl auch noch, ich will nicht sagen einen Shitstorm, aber sie haben ein neues Produkt rausgebracht, wo es sehr viel Hoffnung gab. Und das mussten sie jetzt sogar komplett zurückziehen. Ich habe heute Morgen sogar noch mal versucht, mir anzuschauen, wie das aussieht. Es sollte eine atmungsaktive Leggings sein, wohl für Frauen, aber die muss wohl entweder scheiße aussehen oder muss nicht funktionieren, soll nicht funktionieren oder beides oder eine Mischung aus allem. Auf jeden Fall, wenn man halt so ein Produkt aus dem Online-Shop und aus den Stores zurückzieht nach kurzer Zeit, ist das schon krass. Und gestern gab es auch noch eine Analystenabstufung. Also ich hatte ja auch immer mal gesagt, ich finde das Unternehmen echt spannend, aber boah, das sieht jetzt irgendwie gerade so übel aus. Ich weiß nicht, ob da jetzt gerade der Dip die Chance ist zu kaufen, um ehrlich zu sein. Ne? Wir haben ja so krassen teilweise, also Adidas läuft wieder ganz gut. Nike kriegt auch nur auf den Deckel. Ich habe ja schon Nike im Depot, das macht schon keinen Spaß. Ich will jetzt nicht so ein zweites Ei da ins Depot legen. Ja, es ist, aber das ist, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, ne? Und Lululemon, die ist zwar immer noch cool, die Marke, und in. Aber ich fand auch schon zuletzt die Preise, ey, die übertreiben es einfach. Ne? Also ich gebe doch keine 70 Euro für ein T-Shirt aus, was einen Warenwert von 1 Euro hat oder so. Das ist halt irgendwie so eine angeblich Anti-Stink-Technologie da. Aber ey, sorry, das ist einfach zu viel. Oder eine Hose, so eine normale Jogginghose, 130 Euro. Also, Jetzt es ist einfach mal, übertrieben mittlerweile, ja. jetzt machen wir es einfach so. Jetzt bestellst du dir mal diese Frauenleggings und Ja. probierst sie mal an. Ja, das machen wir mal Genau. live im Stream und dann kannst du mal Die gibt's selber ja bestimmt sagen. irgendwo bei eBay Kleinanzeigen. Da kann man Genau. die sich bestimmt irgendwo Jetzt nochmal holst du dir holen. mal so ein Ding und dann ziehst du es mal live im Stream und dann kannst du sagen, ob das Schmutz ist oder ob man dann danach gleich die Aktien dann doch kaufen sollte, weil es doch nicht so schlimm ist. Also, Ja, aber wir wollen auf jeden Fall irgendwie jetzt nachbessern oder irgendwas. Ne? Aber es gab auch sehr negative Analystenkommentare. Ich glaube, von Morgan Stanley war es und so. Nun können wir ja nochmal irgendwann nochmal besprechen. War jetzt nur, nee, JP Morgan war es, glaube ich, die Abstufung also gemacht hat haben, ja. der Analyst sich dann so eine Hose gekauft und mal Ja, anprobiert genau, seine Frau wahrscheinlich, ja. vielleicht oder so, Fände ne? ich schon cool, so wenn so einer bei JP Morgan in seinem Büro sitzt und mal so eine Lululemon-Hose dann anprobiert. Also wäre auf jeden Fall ein geiles Bild dann, ja. Ja, schön. Ja, das war doch damals Okay. bei Warta. Haben sie doch das Ding aufgesägt hier und dann gemerkt, da hat die Aktie danach 100% irgendwie damals gemacht, hat jemand die AirPods aufgemacht, erkannt, dass da eine Warta-Knopfbatterie drin ist und danach ging Ja. es richtig nach oben. Ja. Also Das war so manchmal sind es ein. unkonventionelle Sachen, ja, was Ja, funktioniert. das war so ein berühmter, also ich weiß nicht, ob es ein Short, aber es war so ein, ja, also so ein, einer, der gerne sowas aufdeckt auf Seeking Alpha, der da relativ bekannt dafür ist, der hat Ja. mal die AirPods aufgesägt und man hat dann festgestellt, dass halt fast alle chinesische Batterien dann drin Ja. sind und nicht wie angekündigt von Warta, ja, jetzt mittlerweile, ja, ist die Story ja Geschichte, aber ich würde Warta werden wir jetzt sagen, aber nicht nochmal besprechen. Ne? Das Thema ist jetzt, glaube ich, hatten wir, glaube ich, auch noch nee, gar nicht. Ne? du Also ich bin wolltest immer noch mal in der kurz Aktie was. Short. Das Kursziel ist eigentlich bei 0 Euro. Wer darin zockt, sollte immer wissen, dass das Ding
eigentlich nichts mehr wert ist, ne, mit diesem neuen Insolvenz in Eigenregie, wie heißt das, Starrückgesetz heißt das oder irgendwie sowas. Ja, Diese irgend Aktionäre sowas. werden quasi enteignet, ist echt eine miese Sache eigentlich, aber ja, man muss da echt aufpassen, ne? Also bei allen Konzernen jetzt so, die aktuell in Geldnöten sind, muss man das immer im Hinterkopf behalten. Ich meine, bei Leoni war das damals auch schon so. Die sind jetzt auch die Aktionäre komplett enteignet worden, einfach. Es ist. Aber ich verstehe das gar nicht. Batterien braucht man doch immer, oder? Das ist doch immer so das Argument, das dann viele bringen. Also, das ist nur, also verstehen wir den Fall, das ist genau das, was ich eben immer sage. Wisst ihr, wir haben oft Unternehmen, wo die Leute dann draufschauen und sagen, ja, okay, da kann es ja jetzt gar nicht mehr schlimmer werden. Oder zum Beispiel, die sind mehr wert in ihren Büchern als aktuell die Marktkapitalisierung. Aber ihr seht jetzt genau, dass es genau solche Sachen gibt. In Amerika ist das Chapter 11, bei uns ist es dieses Starrook-Verfahren, in dem auf einmal die Aktionäre komplett enteignet werden, ja. Also Ja, oder hier Leoni, warte mal, ich guck mal gerade, da war nämlich auch ja, schau du mal Leoni. noch da schnell nach. Ich wollte noch kurz das zu Ende ausführen. Also ihr dürft da nicht immer so blauäugig sein und euch nur so auf diese nackten Zahlen verlassen und dann sagen, hey, das Unternehmen ist so und so viel wert, weil das und das dann da ist. Deswegen müssen die irgendwann wieder drüber steigen. Nein, müssen sie nicht, weil es genau solche Sachen dann eben gibt. Ja, und dieses Chapter 11, das hat ja schon eine Boeing beispielsweise betroffen, eine nicht WP Carey, sondern Medical Properties Trust, quasi jetzt einer der größten Gläubiger dann. Und da werden die Geschäfte normal fortgeführt werden. Also im Prinzip ist es nur eine Enteignung von den Aktionären, um es mal jetzt vereinfacht auszudrücken. Natürlich gehört da noch viel mehr dazu, ja. Ich glaube auch General Motors oder General Electric war auch schon mal vor einigen Jahren GM, also General Motors, ja. Also verlasst euch bitte nur nicht nur auf solche Sachen, wo ihr dann sagt, hey, also ich muss da nur warten und dann irgendwann ist es wieder drüber, weil aufgrund dieser Wertgegenstände ist es mehr wert. Genau sowas passiert dann nämlich. Also verlasst euch da nicht immer nur drauf. Warte, sollte jetzt da wirklich ein mahnendes Beispiel dann einfach Aber sein. was noch Genau, und ganz, ganz jetzt kurz zum zu Schluss, ganz kurz, Leonie, genau. oder dieses Argument immer noch von wegen, ja, die machen ja so viele Umsätze, nur zum Beispiel Leoni, 5 Milliarden Umsatz machen, ja, die, das kann ja nicht sein, die gehen ja nicht pleite, 5 Milliarden Umsatz, ja, mag sein, die werden gerettet als Unternehmen, aber als Aktionär hast du davon halt einfach nichts, ne? Ich glaube, die wurden ja auch irgendwie verkauft oder von der Börse genommen, aber als Aktionär bist du ja immer an letzter Stelle, ne? Da kommen immer erstmal die ganzen Gläubiger und Genau. so, und das ist ganz Vor gefährlich, allem glaube als Kleinaktionär. Man hat jetzt ich. nämlich gehört, der Herr Theuner, der Großaktionär von Warta, der wird natürlich nicht leer ausgehen. Ja, das ist ja der, wo teilweise über 50% besessen hat. Ich glaube, er hat schon ein paar verkauft. Ich weiß nicht, ob es noch Der hatte 50% schon sind. damals, als ich noch gehypt wurde, hatte er schon echt angefangen abzuladen, und zwar riesige Pakete, das weiß Ja. ich noch. Ne? Das Ja, war. aber man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, also wenn ich die Story noch richtig weiß, ohne ihn hätte es ja Warta auch gar nicht mehr gegeben. Ja, also er wird natürlich dann auch von vielen immer so als der Böse dargestellt, aber er hat dann natürlich, ich habe gesagt, ein Unternehmen, das so ein Großaktionär hat, ist ein absolutes No-Go. Das habe ich schon immer gesagt. Das hat man nämlich auch an Aktionen gesehen, dass Warta ja mal in einem Geschäftsjahr den kompletten Gewinn als Dividende ausschütten musste, wovon er natürlich dann der große Profiteur dann eben ist. Ja, aber ich glaube, er hat denen ja mal eine Finanzspritze gegeben, ohne es die, glaube ich, dann Warta gar nicht mehr gegeben hätte. Deswegen hat er ja so viele Anteile. Aber daran sieht man, du bist halt als Kleinaktionär, wie du sagst, du bist da wirklich das allerletzte Glied dann halt und quasi so der, also du bist der Letzte, der in der Regel profitiert und der Erste aber, der dann eben nicht profitiert, wenn solche Sachen dann eben sind. Ja, deswegen da immer Vorsicht sein und halt einfach auch vernünftig sein, weil eben, da seht ihr jetzt auch das Argument, ja, Batterien braucht man ja immer, ja, sieht man jetzt Aber daneben, keine wo das Waterbatterien, wie hinführt. es auch sieht. Ne? Genau, ja, und auch andere Batterien sind genauso gut, ja. Genau, aber jetzt würde ich sagen, genau, du wolltest noch kurz was zu Tesla sagen. Da gibt es noch gerade eine interessante Ja, Abstimmung. da Und dann können wir auch legen wir mit nächstes Mal den noch fragen. Tag. Also Elon Musk hat eine Abstimmung gemacht auf X. Ne? Also es gibt ja sein neu gegründetes Unternehmen XAI. Die machen ja dann auch hier sowas wie so Large Language Models, Grok unter anderem. Und der hat jetzt eine Abstimmung auf X gemacht, ob Tesla da jetzt einen Anteil kaufen soll für 5 Milliarden. Ne? Und da haben jetzt 2/3 gesagt, ja, sollen sie machen. Aber das muss jetzt trotzdem erstmal noch von den Anteilseignern und vom Board und so weiter, er muss erstmal zugestimmt werden. Ne? Aber ja, aber es ist so krass, wie unkonventionell er da einfach vorgeht. Er wollte nur mal schon mal kurz anfühlen, ob es ankommt oder nicht. Ja, aber das ist jetzt, wie gesagt, wir lassen jetzt Tesla weg. Lassen mal ganz kurz die Zahlen machen, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu spät. Du hast ja noch ein paar mitgebracht. Wollen wir ganz kurz hier im DAX anfangen, einfach, weil BASF hat ja Im gemeldet, unter DAX, anderem. ja, also dann fangen wir mit BASF an. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich sie habe.
Jetzt habe ich es im Ich kann schon mal, ich habe ein paar Sachen offen. Genau, also Aktie reagiert leicht negativ, zwar nicht dramatisch, aber ja, sie ist ja auch schon, also BASF, die Aktie macht ja seit Jahren keinen Spaß, weil BASF kommt ja überhaupt nicht mehr vorwärts. Beim Umsatzwachstum, beim Ergebnis sowieso nicht. Die Blende war weiter so das Lockmittel. Sie haben ja jetzt auch einen neuen Chef. Und da ist jetzt auch die große Frage, ist die Dividende überhaupt noch zu halten? Ich glaube ja eher dann irgendwann jetzt nicht mehr. Denn der Umsatz ist deutlich zurückgegangen auf 16,111 Milliarden. Prognose lag bei 16,7 Milliarden. Ergebnis ist auch zurückgegangen. Du kannst ja gleich mal die Details sagen, aber nicht so stark. Ich glaube, sie machen ja krasse Sparmaßnahmen. Und sie haben gesagt, die Mengen wurden zwar leicht gesteigert, aber die Verkaufspreise sind deutlich runtergegangen und was vor allen Dingen wohl schlecht lief, war Agriculture. Ne? Da gab es wohl deutliche Einbrüche, aber man bestätigt die Gewinnziele für 2024 und unterm Strich waren es jetzt 430 Millionen im Q2. Im Vorjahr waren es 499 Millionen, also schon ein Rückgang. Die Prognose lag aber bei 630 Millionen, also schon ordentlich verfehlt. Boah. Ja, man hat bei quasi allem die Prognosen teilweise deutlich verfehlt. Ja, also das bereinigte EBITDA, also auch im Sondereffekte, lag bei 1,96 Milliarden Euro. Da hatten die Analysten mit 2,05 Milliarden gerechnet, also ungefähr 100 Millionen weniger. Der Umsatz, der ist auch vor allem wegen negativer Währungseffekte um fast 7% rückläufig gewesen, 11,6 Milliarden, und da hatten Analysten 11,7 Milliarden erwartet, also wirklich deutlich mehr. Und man muss einfach sagen, also der Überschuss, der lag bei 430 Millionen, das ist 14% weniger als im Vorjahr gewesen. Und ich meine, wir alle wissen ja, also das Vorjahr war jetzt auch nicht so das Mega-Jahr, ja. Also da dann nochmal so negativ einen draufzusetzen. Also ich habe schon seit, ja, also eigentlich seit fast 2 Jahren vor BASF immer gewarnt, vor allem, dass man sich nicht von der Dividendenrendite blenden lassen sollte. Und ich habe ja auch schon das ein oder andere Video drüber gemacht, warum ich der Meinung bin, dass BASF mittlerweile fast gar nicht mehr um eine Kürzung drumherum kommt. Ja. Es macht halt aktuell auch einfach keinen Sinn. Das muss man halt auch einfach mal so fair und ehrlich sein, sagen dann, ja, weil warum, eine Dividende ist halt einfach eine Erfolgsbeteiligung, ja, und sie können sich diese Dividende eigentlich gar nicht mehr leisten. Und ich habe halt schon gesagt, wenn du da mal vor 2 Jahren einfach einmal in den sauren Apfel gebissen hättest, so, das ist dann wie so eine Abwärtsspirale, da gehst du dann immer weiter rein, ja, also macht für mich überhaupt keinen Sinn zum aktuellen Zeitpunkt, und deswegen muss man halt auch einfach sagen, bei BASF ist weiterhin wirklich Vorsicht geboten. Es gibt aktuell wenig Anzeichen dafür, dass es jetzt hier mal eine schnellere Erholung geben sollte. In den letzten 3 Jahren ist jetzt über ein Drittel vom Kurs dann eben weg. Sie hatten ja jetzt mal zuletzt so einen eigentlich einen ganz guten Run mal gehabt. Da sind sie mal auf 54 Euro hochgelaufen. Aber das haben sie jetzt schon wieder komplett eingebüßt und sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt wieder ungefähr auf dem Stand von Anfang des Jahres. Also es läuft weiterhin wirklich sehr bescheiden bei BASF und das ist halt trotzdem, das ist natürlich insgesamt für die Chemiebranche sehr schwer. BASF hat ja hier dieses riesige Werk in Ludwigshafen. Da sagen sie ja, glaube ich, das ist quasi komplett unprofitabel wegen den Energiepreisen und so weiter. Eigentlich könnte man das dicht machen, das wäre sogar besser, aber ist natürlich politisch und auch insgesamt nicht möglich, das einfach zu machen. Aber ich habe mir jetzt gerade auch nochmal hier die Zahlen der letzten Jahre aufgemacht und man sieht halt jetzt auch in den letzten Jahren jetzt so schon eine Tendenz dazu übergeht, dass es irgendwie, also Umsatz sinkt eher teilweise wieder und Ergebnis letztes Jahr war ja auch schon katastrophal, dieses Jahr wird es auch sehr, sehr schwach. Es gab mal dieses Sonderkonjunkturjahr mit diesem riesigen Gewinn 21 und 22, aber auch davor sah es teilweise schon schlecht aus und 2023 war schlecht und 2024 ja, wird auch wieder schlecht. Ja, also ich denke mal auch, der neue CEO muss die Dividende mal kürzen, ne? Anders geht's nicht. Ja, weil es halt eben tatsächlich keinen Sinn macht. So, dann springen wir aber mal nach Amerika rüber. Da hat es einige Zahlen gegeben und da ich jetzt gerade Waste Management als erstes offen habe, fangen wir mal damit an. Ist ja eine Aktie, die bei mir schon ja mittlerweile seit Jahren recht weit oben auf der Watchliste ist, die aber halt auch regelmäßig einfach ja zu gut gelaufen ist, zu hohe Bewertung hat. Auch dieses Jahr sind sie wieder gut gelaufen, aber jetzt nach den Zahlen hat es einen deutlichen Abverkauf gegeben. Das lag aber nicht unbedingt daran,
dass jetzt die Zahlen so mies waren, sondern weil man halt einfach so die Analystenerwartung ungefähr getroffen hat. Ja, also bei den Earnings per Share, also ich habe jetzt einen lustigen Artikel gelesen und da, die Zahlen sind Schrott, man konnte die Analystenerwartung nicht erreichen. Earnings per Share hat man um einen Cent verfehlt. Also statt, ich glaube, statt 1,82 haben sie irgendwie 1,81 oder irgendwie sowas dann gehabt. Ich guck mal. Also, ja, ja, genau. Also 1,82 haben sie erreicht, die Erwartung lag bei 1,83. Ja, und beim Umsatz 5,4 Milliarden, das wurden 5,43 Milliarden erwartet. Also genau. Wirklich um Haaresbreite. Nee, der krasse Verfehlung, ja. Aber das ist jetzt auch wieder das Thema, was ich gesagt habe, das ist eine Aktie, die dieses Jahr schon wieder sehr gut gelaufen ist und auch allgemein eben eine hohe Bewertung hat. Und da erwartet man sich dann halt einfach ein bisschen mehr dann. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass der Abverkauf da war, aber die Zahlen an sich, meine Frau hat sie ja schon seit 3 Jahren im Depot, die sind wirklich zufriedenstellend. Also man ist wieder um über 5% gewachsen, man ist unter dem Strich, also das Net-Income im Vorjahr hatte man hier 617 Millionen, jetzt hatte man 732, also es ist deutlich zweistellig gewachsen hier, also das ist wirklich sehr stark gewesen, 18,6% Wachstum. Und man kann da einfach sagen, das ist ein Unternehmen, das halt super, also halt, ja, super Aussichten hat. Sie sind der größte private Entsorger der Welt. Marktkapitalisierung ist bei fast 90 Milliarden mittlerweile. Und für mich weiterhin super spannendes Unternehmen, die aber halt leider auch immer recht hoch gepriced dann sind, vor allem halt für ihr Wachstum, weil das ist kein Unternehmen, das mal in einem Jahr 20-30% wächst, aber halt in der Regel auch keines, dass man wirklich umfangreich schrumpft in einem Jahr. Und deswegen, gerade wenn es jetzt auch mal zu einer längerfristigen Korrektur kommen sollte im Technologiemarkt, da könnte auch Waste Management wieder eine sehr gute Figur dann einfach abgeben. Ja, ja, aber krass, die Aktie ist ja von Jahresanfang ist sie wirklich um 20% gestiegen, ja, also bis vor kurzem. Und jetzt gut, jetzt gab es nochmal einen 10% Drop nach dem richtig gescheppert, aber ja, bei 5% Umsatzwachstum, gut, jetzt, ich weiß nicht, so ein großer Steigerung beim Gewinn, waren das Einmaleffekte oder woran lag das? Weil aus, ist ja eigentlich jetzt ein Geschäft, sehr stabiles Geschäft mit wahrscheinlich planbaren Margen. Wie kommen die mit plus 5,5 Umsatz auf so eine Gewinnsteigerung? Das ist ja schon komisch. Das ist etwas, was sie immer wieder wiederholen können, oder? Ja, nee, also ich schaue es mir mal ganz kurz an. Also da war auf jeden Fall. Fünf Sondereffekte können wir oder können das nächste Mal nochmal anschauen. Income from Operations, das war, wobei, also man muss einfach sagen, für mich ist da eigentlich gerade nichts wirklich erkennbar. Also die Kosten, die sind auch eigentlich gestiegen. Also es sind ja ungefähr 80 Millionen. Wobei man muss sagen, diese 700 Dinge, das ist das bereinigt. Also das Net Income Attributable to Waste Management lag bei 680 Millionen. Ich weiß nicht, was die da dann noch adjustieren. Also diese 732, das sind die Adjustierten. Denn das Reported ist bei 680. Also das sind so knappe 10% gewesen und das ist tatsächlich halt aufgrund vom operativen Geschäft gewesen und da hatten sie sogar noch ein Impairment mit dabei, also eine Abschreibung von 58 Millionen, das wäre also eigentlich noch besser gewesen. Denn vor allem so Selling, General Administrative, die sind nicht wirklich umfangreich angewachsen. Ja, also so würde ich es mal zusammenfassen. Also es war eigentlich. Ja, ich sehe auch gerade, sie hatten im April die Prognose mal erhöht und die wurde jetzt bestätigt. Der Free Cashflow ist sogar im ersten Halbjahr um 32% gewachsen. Also schon ordentliche Zahlen, ja, aber ich weiß nicht, wie hoch sind die gepreist? War doch immer schon absurd hoch. Ne? Die sind immer so, nicht so, also KGV 30 also. Also für ein Unternehmen mit ihrem Wachstum ist es schon wirklich sehr grenzwertig, aber da gibt es auch Unternehmen ja wie eine Rollins oder so, die teilweise, die wachsen zwar hoch einstellig, aber die haben dann als 50 oder 60er KGV, also in der Region sind sie jetzt noch nicht, aber ja, da muss sich halt jeder selber entscheiden, ein Unternehmen, das irgendwie ein Umsatzwachstum von 5,5% hat, ob man da KGV 30 und mehr dafür bezahlen möchte, das ist natürlich schwierig, ja, also das ist eben auch der Grund, warum ich sie tatsächlich schon länger auf der Watchliste habe, aber sie es noch nie so wirklich ins Depot geschafft haben. Also das aktuelle KGV ist 32, das Forward KGV ist so bei 27 aktuell, ja.
Genau, dann springen wir mal in die nächste Aktie rein und da würde ich jetzt sagen, gehen wir mal ein bisschen in den Biotech-Bereich. Da gab es gleich zwei Unternehmen, die gemeldet haben. Bei dem einen, wo es nicht so viel zu erzählen gibt, würde ich jetzt mal anfangen, das Thermo Fisher. Die haben also für mich wieder quasi identische Zahlen wie Danaher dann gehabt. Also das ist krass, wie nah die Unternehmen beieinander sind und sie sind auch nach den Zahlen gut angestiegen. Also sie hatten zuletzt mal so eine Abverkauf Streak, könnte man so sagen, aber die haben sie komplett wieder egalisiert durch die Zahlen. Die Umsätze, die sind minimalst rückläufig gewesen von 10,7 auf 10,54 Milliarden, aber unter dem Strich hat man eine super Arbeit geleistet und das ist auch ähnlich wie bei Danaher dann gewesen. Also die Total Costs und Operating Expenses, die sind von 9,1 auf 8,7 Milliarden zurückgegangen. Also im Vorjahresquartal, da waren die kompletten Kosten, also haben 85, 2% vom Umsatz ausgemacht, diesmal nur 82,7%. Und deswegen hat man ein deutliches Gewinnwachstum hier gehabt von 1,36 Milliarden im Vorjahr auf 1,55 Milliarden in diesem Jahr. Also wirklich ein richtig solides Quartal. Und das zeigt mir eben auch wieder, dass da wirklich ein gutes Management einfach dahinter ist bei diesen Unternehmen. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Die Cost of Revenues sind deutlich gesunken. Also da sieht man dann eben auch, dass man hier sehr viel effektiver wieder bei einigen Sachen dann einfach geworden ist. Es war also auch nicht nur irgendwie aufgrund von einmaligen Effekten oder ähnliches. Also auch die Selling General Administrative Kosten, die konnte man halten. Ein wirklich solides Quartal, ähnlich wie dann eben auch bei Danaher dann gewesen. Genau. Ja, was noch ganz was noch Dann. Spannendes, minimal, sehr gut, dass Sie das überhaupt so erhöhen. Also eine minimalste Guidance-Erhöhung beim Umsatz, aber beim Ergebnis sogar eine deutlichere. 21,29 Dollar bis 22,07 Dollar wollen Sie verdienen. Vorher waren es 21,14 Dollar bis 22,02 Dollar. Okay, auch nicht so viel, aber eine leichte Erhöhung, ja. Ist das nicht insgesamt spannend jetzt zu sehen? Ja? Die großen Tech-Werte wurden abverkauft, aber genau solche Aktien wie Danaher, Thermo Fisher, selbst Johnson & Johnson und so weiter, die springen jetzt wieder an. Also Biotech, Healthcare und so weiter, die laufen jetzt echt wieder ganz gut. Also es ist wirklich so eine gewisse Sektorrotation aktuell zu beobachten. Ich weiß gar nicht, wer das am Anfang des Jahres nochmal gesagt hat, dass das gut laufen könnte. Echt? Ja, das weiß Ja, weißt du auch nicht, gell? Ja, nicht. das macht's Alter, ja, die Nee. Demenz, ja. Genau. Aber wir haben ein neues All-Time-High und zwar bei AbbVie. Obwohl, also die ersten, auf den ersten Blick bei den Zahlen, wenn viele sagen, um Gottes Willen, das sind ja Katastrophenzahlen, aber sie sind deutlich besser gewesen, als man das erwartet hat. Das sind noch so ein bisschen die Nachwirkungen von Humira gewesen, die jetzt mittlerweile, also mal kurz zum Kontext, Humira ist viele Jahre lang das mit Abstand meistverkaufteste Medikament der Welt gewesen. Da gab es jetzt dann aber eben die Patentausläufe, weshalb es aktuell schon bereits 10 Biosimilars gibt. Also das sind quasi Nachahmungsprodukte, die dann zu einem Bruchteil von dem Preis dann verkauft werden. Deswegen mussten sie auch über 30% Preisnachlass darauf geben. Aber wenn man sich das anschaut, also die Umsätze, das war sogar noch gut, denn die sind gewachsen von 13,86 auf 14,5 Milliarden. Die Kosten sind aber auch angewachsen. Das hat aber auch damit zu tun, dass sie hier so eine Milestone-Zahlung hatten. Das ist von 280 auf fast 1 Milliarde angewachsen. Deswegen sind die Operating Earnings doch deutlich zurückgegangen. Also 1,5 Millionen weniger von 4,5 auf 4 Milliarden und unter dem Strich dann die Earnings, die sind von 2 Milliarden auf 1,4 Milliarden gesunken. Aber es gab hier wirklich gleich mehrere sehr gute Nachrichten. Also wie gesagt, bei Humira hatten sie einen Umsatzrückgang von 30%. Aber das ist ja, also das ist ja ihr großer Wirkstoff in der Immunologie. Sie haben jetzt gleich zwei, die sehr stark da am Wachsen sind. Das sind Skyrizi und Rinvoq. Die sind jeweils um 45 und 56% gewachsen. Und bei Skyrizi spricht man mit Sicherheit anders aus. Ihr werdet es mir verzeihen. Die machen mittlerweile 2,7 Milliarden Umsatz in einem Quartal. Humira ist bei 2,8 Milliarden. Also daran sieht man, sie haben das mittlerweile schon wirklich sehr gut kompensiert. Auch Rinvoq macht mittlerweile 1,4 Milliarden und vor allem, was ebenfalls sehr gut angekommen ist, dass sie auch in der Onkologie ein Medikament haben, das stark gewachsen ist. Das ist Venclexa, wenn
Klecksta, ich weiß nicht mehr, also die Namen, die sind echt absolut bodenlos da, die hier so mit dabei sind. Und man muss auch dazu sagen, sie haben auch in anderen Bereichen wirklich sehr, sehr gute Wachstumsraten mitgehabt. In der Neuroscience sind sie gut gewachsen, 14,7%. Und das sind alles Nachrichten gewesen, vor allem, weil man lange Zeit eben die Sorge hatte, wenn das Patent bei Humira ausläuft, wie geht's weiter? Aber da haben sie jetzt in der Immunologie eben bereits zwei neue absolute Kassenschlager, die brutal am Wachsen sind. Ja, und deswegen folgerichtig ein All-Time-High nach den Zahlen, ja, sehr stark ja, gewesen. Und Ausblick haben sie auch leicht angehoben und so, ne? Also, genau, ja. Also ja, kann man wirklich rundum mit zufrieden sein. Ich selber habe sie jetzt so seit ungefähr einem Jahr im Sparplan mir aufgebaut, auch okay, plus eine erste Tranche. Also ich werde jetzt dann aber auch den Sparplan demnächst dann mal beenden. Das habe ich aber auch schon vor 2-3 Monaten angekündigt, weil meine Position jetzt dann voll ist zusammen mit Emgen. Also hast ich hatte ein gedacht, Stück jetzt oder was? Bitte, ein Stück. Halbes Stück, okay. Das ist eher so ein Viertel oder so, ja. Also ich müsste mal selber genau reinschauen, ich weiß nicht genau, aber nicht immer so übertreiben dann, ja. Also ich weiß nicht genau, wie viel es ist. Aber ich habe es ja auch gesagt, dass es meiner Meinung nach das Jahr der Biotechs wird, weil es da hier eben so die ersten Lichtblicke gibt. Und aktuell scheint es eben auch so der Fall zu sein, als würde es so kommen, ja. Aber wo wir ja vorher von Tech-Abverkäufen gesprochen haben, es gibt auch Big-Tech-Unternehmen, die dieses Jahr sehr gut gelaufen sind oder die eine Renaissance erlebt haben. Und da darf man auf jeden Fall IBM mit dazu zählen. Also lange Zeit waren sie ja so der wankende Riese, aber die haben sich zuletzt wirklich echt gut gefangen. In einem Jahr 40% Kursplus gemacht und auch mit den Zahlen kann man wirklich wieder sehr zufrieden sein. Ja, die Revenues sind gewachsen von 15,5 auf 15,8 Milliarden. Was da aber vor allem sehr stark war, das Gross Profit, das ist sogar deutlich stärker gewachsen als der Umsatz von 8,5 auf fast genau 9 Milliarden Dollar. Sie haben wieder die Margen in quasi allen Bereichen senken können, außer in ihrer Financing-Sparte. Die Software-Sparte ist die Gross-Profit-Marge von 82,1 auf 83,6% gewachsen, im Consulting von 25,9 auf 26,3 und in der Infrastruktur von 56 auf 56,5. Das Net-Income ist von 1,58 Milliarden im Vorjahr auf 1,83 Milliarden in diesem Jahr gewachsen. Also es läuft weiterhin wirklich sehr, sehr gut bei IBM. Sie hatten ja eine lange Zeit eine wirklich sehr, sehr niedrige Bewertung, weil sie aber auch über viele Jahre hingesehen wirklich geschrumpft sind, ganz schwache Zahlen und Entwicklungen hatten, aber die haben sich zuletzt immer mehr gefangen und jetzt sind sie auch fast schon wieder so auf dem bewertungstechnischen Niveau, ja, von, also zumindest wenn man so das KGV anschaut von Technologieunternehmen, aktuelles KGV 21, Forward KGV 19. Man muss allerdings auch dazu sagen, die sind eine Free Cashflow Maschine. Also die haben eine Free Cashflow Yield aktuell noch von 7,2%. Also ja. IBM, ich habe ein bisschen zu früh damals angefangen. Ich habe schon so 21 gesagt, dass sie für mich so ein Top-Kandidat sind, dass sie mal so eine langfristige Erholung hinlegen. Sie ist jetzt ein bisschen später gekommen, aber es sieht aktuell sehr gut aus. Sie haben einiges in der Pipeline, was Cybersecurity, was Quantencomputer, was Cloud angeht. Also ich glaube, die Zukunftsaussichten von IBM in den letzten 15 Jahren waren nie so gut wie aktuell, denn die sind mal so von 2010, ich glaube bis 2022 nur gefallen sozusagen. Ja, weil sie auch nur im Umsatz geschrumpft sind. Ne? Die haben ja dann ihr ganzes Hardware-Business abgespalten, haben sich ja immer wieder zugekauft mit Software und so. Und ja, ist zwar irgendwie immer noch sehr träge das Wachstum, ne? Aber ja, sie werden wieder so als KI-Play so ein bisschen entdeckt. Ich bin mal gespannt. Ja. Die letzten Zahlen wurden abverkauft, aber diese Zahlen jetzt kamen echt gut an. Mein Vater hat mal bei IBM gearbeitet. Kleiner Fun Fact. Ne? Wahrscheinlich hat damals solche Innovationen noch gehabt, die kommen jetzt zum Tragen. Grundlagenforschung. Ja. Genau, Power bei Papa Goldesel. Ja. Ja, ich hoffe, er hat noch genug Aktien dann von IBM. Ich glaube, die haben die damals verkauft dann irgendwann. Ne? Aber die haben, wie gesagt, ne, das ist jetzt auch keine riesen Erfolgsgeschichte. Die Aktie, das ging ja dann über Jahre Sichtum. Ne? Die haben zwar immer Dividende gezahlt, aber war echt, also als IBM-Aktionär musst du echt sehr viel
Geduld haben, weil sie Ja, ja jeden also Trend der Welt verschlafen haben, einfach zeitweise. Also zumindest so ein. in den 10er Jahren, also die zwischen 10 und 22 hättest du keine IBM im Depot haben sollen. Ja, da hattest du dann nur irgendwann mal, also ich weiß noch, so zur Hochzeit hatten die, glaube ich, mal fast 6% Dividendenrendite. Also das ist ja absurd teilweise gewesen für so einen Technologiekonzern. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, hey, langfristig gesehen sieht es wirklich richtig gut aus bei IBM. Ja, sie haben ja auch mit Red Hat so eine riesen Übernahme im Genau, die haben wir. Cloud-Bereich gemacht. Das hat sich aber auch lange Zeit nicht so wirklich ausgezahlt dann, weshalb sie dann eben auch, ja, einige Schulden sich aufgeladen hatten. Aber es freut mich, dass man da auch mal wieder so ein positives Beispiel hat, dass es also auch sich doch mal lohnen kann, eine Aktie mal längerfristig zu verfolgen und jetzt eben in einem Jahr eine wirklich tolle Rendite da erzielt hat. Aber auf lange Sicht hingesehen ist es natürlich immer noch schwierig gewesen, aber schön auf jeden Fall für diejenigen, die damit Ah, dabei waren. super. Genau. Hast du sonst noch Und irgendwas ja, oder ist last das? but not least haben Okay. wir AT&T noch mit Ach ja, dabei, richtig. Telekommunikation. Und da muss man sagen, also die Zahlen an sich, also vom Hocker gehauen haben sie mich jetzt nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen, obwohl die Aktie zuletzt auch so eine kleine Renaissance erlebt hat. Allerdings, man muss da ein bisschen rauszoomen, dann Ich sieht wollte gerade man eben. sagen, also diese Renaissance ist jetzt da, wenn man mal jetzt auf 2022 schaut, ist das nur so Ja, lieber nicht. ein kleiner Hügel, ein kleiner Hü ein kleines Hügelchen, was jetzt Ja, aber auch wieder ja. eher abverkauft wird. Ja, mal Ja, schauen, aber was. eben daran sieht man auch immer, es ist wichtig, man muss raus. Und wenn man jetzt mal auf ein Jahr bei AT&T schaut, ist die Aktie nur nach oben gelaufen. Ja, plus 32% auf ein Jahressicht hingesehen, aber auf 5 Jahressicht hingesehen halt minus 28%. Also daran sieht man eben auch, ja, es ist wirklich sehr schwierig gewesen. AT&T ist eines der höchst verschuldetsten Unternehmen, das es auf unserem Planeten gibt. Ja, ist aber in der Telekommunikationsbranche nicht so außergewöhnlich jetzt. Aber auch die Zahlen an sich, muss ich jetzt sagen, also vom Hocker gehauen haben sie mich nicht. Also im zweiten Quartal hatten sie einen Umsatzrückgang von 0,4%. Das sind 29,8 Milliarden Dollar gewesen. Und vor allem das Operating Income, das hat deutlich gelitten. Das ist um 10% zurückgegangen. Man muss allerdings da auch wieder fairerweise dazu sagen, es hat ein Asset Impairment gegeben. Also sprich, es hat eine Abschreibung gegeben. Asset Impairment, genau, also Impairment, es ist eben so, wenn du hohe immaterielle Vermögenswerte dann hast oder Goodwill beispielsweise, da gibt es immer wieder, das ist eben dieses Impairment-Verfahren. Das heißt, es wird überprüft, wenn du eine Übernahme tätigst. Nehmen wir mal an, irgendjemand kauft die Goldesel GmbH, also es findet sich ein Verrückter, der da 100 Euro dafür bezahlen möchte oder Ja. so. Man weiß aber, das Ganze ist eigentlich eher minus 100 Euro wert. Das heißt, Ja. dann hättet ihr im Endeffekt dann 200 Euro Goodwill dann. Und ihr müsst da natürlich dann aber eine genaue Cashflow-Berechnung machen. Also warum ihr der Meinung seid, dass ihr für so einen Laden 100 Euro ausgeben wollt, obwohl er eigentlich in den Büchern minus 100 Euro wert ist. Aber diese Differenz, die muss ja dann in deiner Bilanz auftauchen. Das heißt, du hast dann 200 Euro Goodwill drin und die Goodwill-Position, die wird aber jedes Jahr überprüft. Und wenn sich dann aber herausstellt, hey, diese Übernahme, die ist eigentlich viel weniger wert gewesen, dann gibt es eben so ein Asset Impairment dann, also eine Abschreibung darauf. Und das ist dann eben direkt dann auch in den Zahlen dann ersichtlich. Hatten wir zum Beispiel ja, also eines der berühmtesten Beispiele ist letztes Jahr diese große Abschreibung bei British American Tobacco gewesen. Also vor allem ein Drittel vom Eigenkapital dann halt weg war. Ich glaube, es waren 25 Milliarden Pfund oder irgendwie sowas Ja, dann in stimmt, der ich erinnere Regel. mich. Oder als Kraft damals beispielsweise mit Heinz fusioniert hat, da haben sie auch gigantische Goodwill-Position dann dadurch, weil man halt dieses Heinz-Ketchup so hoch bewertet hat sozusagen. Und dann hat es jahrelang immer wieder Abschreibungen dann gegeben. Also nur mal so viel zum Kontext. Deswegen hat es hier so eine fast eine halbe Milliarde Abschreibung gegeben. Wenn man die zu den zum Operating Income mit dazu zählen würde, also wenn man die mal ignorieren würde, dann wäre es nicht ganz so gravierend gewesen. Aber die Total Operating Expenses, also die Kosten, die sind eben um 2,2% gewachsen. Und unter dem Strich das Net Income ist dann um 20% rückläufig gewesen. Interessant auch bei AT&T, die Interest Expense, also die Kosten für ihren Schuldenberg 1,7 Milliarden. Da reden wir jetzt von einem Quartal, da reden wir nicht von
einem ganzen Jahr. Das ist halt schon signifikant dann. Also wenn man sich mal überlegt, ihr Net-Income, das lag jetzt bei 3,6 Milliarden und sie mussten alleine 1,7 Milliarden, hatten sie jetzt eben hier Kosten von ihren Zinsen. Das ist natürlich schon echt viel, ja. Also daran sieht man dann eben auch, wie wichtig es für diese Unternehmen wäre, dass die Zinsen mal wieder so ein bisschen weiter nach unten gehen. Ja, schon wirklich sehr krass auf jeden Fall, ja. Also, und zusätzlich bei AT&T und Verizon ist ja gerade noch das Problem mit diesen Bleikabeln, dass da ja Sammelklagen oder dass da viele Angst zumindest davor haben. Die haben früher immer wieder mal so Bleikabel dann benutzt und jetzt hat man natürlich gemerkt, Bleikabel, das ist nicht so das Allerbeste für die Umwelt dann sozusagen. Ja, da weiß man noch nicht so genau, was passieren wird. Deswegen AT&T wäre ich weiterhin sehr vorsichtig. Für mich also der beste Player ist tatsächlich unsere Deutsche Telekom, weil da eben T-Mobile US mit dabei ist, die sehr viel weniger Probleme haben als Verizon und AT&T. Deswegen für mich wäre... Ich glaub, die haben auch jetzt vor kurzem nochmal eine Übernahme getätigt, so im Bereich Glasfaserinfrastruktur. Haben sie, glaube ich, nochmal irgendeinen Anbieter auch mit, der gar nicht, für mehrere Milliarden hat sie den, glaube ich, übernommen. Ne? Da wollen sie stark wachsen. Also ich bin auch, bin T-Mobile US-Aktionär. Also ja, und die Aktie, wenn man sich das mal anschaut, die machen sehr viel mehr richtig als die großen, ich sag mal, die großen Dividendenzahler, die AT&Ts dieser Welt, genau. Ja, ja, super, dann. Super. Dann Hammers. Nächste Woche wieder sehr viele Zahlen mit dabei. Wir werden mit Sicherheit am Dienstag dann streamen, wenn Microsoft kommt. Aber ihr bekommt nochmal rechtzeitig alle Infos dann, gell? Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis ciao, dann. Ciao. Ciao.